Wenn er wirklich schon Minecraft gespielt hat, der hat Survival-Erfahrung. Ne, also, Chris gewinnt. Ja, hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und ich sollte mal auf Seven vs. Wild YouTube-Kacke von der ersten Staffel reagieren. Und ja, da würde ich sagen, dann machen wir das mal, oder? Ja. Und willkommen bei Seven versus Sest. SS. Sieben Kanaken werden ausgesetzt für genau 7 Tage in der Wildnis von Schweden und jeder konnte sich im Vorfeld 7 Tage aus. Also ich würde mich dafür ja bewerben, aber ich mag so die Wildnisse nicht. Reicht das nicht schon, wenn man irgendwo in der Nähe von Kaufland ausgesetzt wird? Das ist für mich Wildnis genug. Ne? Oder setz mich in Kaufland aus, wo an einen Tag vorher alles umgeräumt wurde. Das ist für mich Erlebnis. Und ich würde da wirklich in so ein Kaufland würde ich sterben. Ich würde verhungern, wenn ich nicht meine Schokolade an dem Platz finde, wo meine Schokolade sonst immer ist. Ne? Kompostabteilung fällt bei mir eh aus, ne? Die gibt's bei mir gar nicht, die kann raus, ne? Aber so die Fleischabteilung und sowas, ne? Die muss schon dastehen, wo sie immer steht, sonst würde ich verhungern. Ist vorbei, ne? Suchen, die ihm das Überleben ein Das bisschen wäre für mich eine einfacher machen. Survival-Erfahrung. Es gibt zusätzlich noch jeden Tag 7 Tage und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit dem Equipment. Ja, eine Box. Equipment. Das war's. Das Cup-Projekt soll natürlich für euch auch ordentlich gefilmt werden, deswegen gibt es ein Technik-Kamera-Case. Dort haben wir 2 Action-Kameras drin, diverse Befestigungen wie zum Beispiel ein Headstrap für den Kopf oder auch eine Schlampe. Zusätzlich bekommt noch jeder Teilnehmer mal 6. Wie ernst? Pascal, aka der Barsch. Am liebsten ist er mit den besten Produkten, die der Junkie-Bereich zu bieten hat, unterwegs. Er ist high. Henrich. Wer ohne Vorerfahrung einen 4000er Korb Und besteigt, das ist jetzt schon Werbung machen, ne? Für diesen Rucksack. Das ist, ne? Das ist jetzt schon echt Werbung machen für den Rucksack, ne? Also finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, das muss man hier irgendwo markieren. ist extrem mutig oder einfach leicht Ich kaufe mir behindert. den jetzt. Vielleicht ist eine Kombination aus Hat mich beiden Teams überzeugt. Erfolgsrezept. Aber Henrich wird nicht überleben. Ich Jetzt glaube, lachen ich wir noch. Survival-Mam. Er Oh, schreckt vor und er nichts kann mit zurück. einem Auch nicht Buttermesser vor umgehen. Experimenten mit Henrich. Er hat bereits Henrich gegessen. Die Isis wird ihn in die Knie zwingen. Ein arschgeiles Messer, weil ich Henrich ausnehmen will. Ich glaube, der Erste, der bei Seven vs. Wild rausfliegt oder geht, freiwillig oder auch nicht, wird wahrscheinlich Henrich sein. Weil er hat die wenigste Erfahrung und. Also, meine Chancen, ich hab jetzt mal so, ne, ich guck ja Seven vs. Wild gerade auch. Meine Chancen sehe ich ja ganz gut. Ich sehe da wirklich meine Chancen ganz gut. Einfach aus dem Grund, ich würde mich gar nicht bewegen. Ich würde in die Photosynthese gehen und versuchen, 7 Tage ja, Lichternährung machen, Lufternährung machen und 7 Tage zu weinen und eins mit der Natur sein. Ne? Ich würde schon Wurzeln schlagen, ne? Die ersten Fliegen, die mich anknabbern, kennt man ja, ne? Ist halt so, ne? Akzeptiere es einfach, es gibt Fliegen, die einen anknabbern, ne? Ja, aber das würde ich halt 7 Tage machen und ich glaube, damit habe ich eine sehr große Chance, damit zu machen und ich habe mich hoffentlich dafür jetzt qualifiziert. Ich bin bei der nächsten Staffel, die hoffentlich kommen wird, dabei. Nigger on fire. Wenn Niklas nicht gerade Babys isst, dann findet man ihn meistens im Wald. Er interessiert sich für brennende Häuser. In Ja, seinem ist Leben immer gut im Wald täglich Feuer um zu machen. Cannabis. Ja, das Cannabis. Der Boss kommt und dem Luttensohn beide Arme bricht. Nigger. Ich denke, mein größtes Problem könnte lecker sein. Chris aka Dreck. Als ehemals größter YouTuber im Bereich Minecraft, Chris schon einiges erlebt. Chris ist lost. Ja. Allgemein ist Chris. Also, wenn er wirklich schon Minecraft gespielt hat, der hat Survival-Erfahrung. Ne, also, Chris gewinnt. Ne, er weiß ganz genau, wie man Obsidian abbaut, wie man Diamante abbaut. Also, ne, was man gegen die Creeper machen kann. Also, er hat eine ganz große Chance, hier als Sieger rauszugehen. Ne? Scheißegal. Jetzt erst rausfliegt. Ich glaube Dave, weil Dave gegessen wird. Weil Dave gegessen wird.
Fafchash, Naturfighter, Mountainbursche, MMA-Biker. Faf, seine Füße benutzt er außerdem auch, um sein Vater kaputt zu treten. Seine Füße benutzt er außerdem auch, um Natur kaputt zu treten. Ein Mann mit vielen Facetten und mindestens genauso viel Biss und mindestens genauso viel Jazz. Ist sein Jazz der Schlüssel zum Sieg? Sind ja gerade ja schon mal, ne? Mein erster Gegenstand ist hier ein Budometer. Der zweite Gegenstand ist hier mein erster Gegenstand. Das war's. Mehr habe ich nicht dabei. Ja. Warum? Ich habe Angst. Doch. Ursprünglich sollte es nur das Messer sein, aber das habe ich mir dann doch nicht zugetraut. Ich hoffe für alle, dass alle im Rollstuhl landen. Wäre schon ganz nice. Meine Kinder würde ich gerne spenden an meine Frau. Fritz Fricke, Abenteurer, Alpencrafter, Busfahrer. Er ist seit Jahren Busfahrer. 500 Kilometer Bustour und diverse andere Abenteuer haben ihn bekannt gemacht. Leute denken, ich bin Busfahrer. Ist Kant ein entscheidender Faktor? Ist das eigentlich ein sogenannter Bumerang? Es wäre schon ganz gut, wenn das Ding dann wieder zurückkommt. Ne? Da würde ich das Ding mal in meiner Stadt werfen. Das wäre voll geil. So, ein Vogel. Das siehst du mal. Wäre natürlich gut, wenn dann der Vogel dann auch mit zu mir kommt, ne? Dass ich den Vogel füttern kann, natürlich. Ne? Nicht zum Essen, ich bin ja Veganer seit morgen. Also wäre schon ganz praktisch, ne? Das wäre echt schon praktisch. Vor allem, wenn du im Laden, stell mal vor, du bist so im Laden im Penny oder keine Ahnung wo, ne? Und wirfst das Ding so und dann kommen so ganz viele Chips-Packungen auf dich zu. Ne? Ist ja dann an sich kein Diebstahl, ne? Und das Messer kann man ja schwer anzeigen. Wer bricht als erstes ab? Für mich gibt es drei Wagenkandidaten. Machen, ne? Das ist einmal Dave, einfach weil die wenigsten... Seid so gerade im Laden und neben euch ist so eine Drohne. Die guckt euch dann so an. Ich mache hier nichts, ich klaue hier nichts. Lass mich Ruhe. Und die fliegt dann so mit dem ganzen Einkaufswagen einfach mal so weg. Ne? Ja, wem will man da anzeigen? Die Drohne oder was, ne? Die Vorerfahrung hat. Kann man auch Nacherfahrung haben? Und Dave ist Nahrung. Mein größtes Problem bei Seven vs. Wild wird durch. Dame Dave! Siehst du, so. Ein arschgeiles Maps in der Schaden. Ja, also wir haben jetzt herausgefunden, der Dave wird gegessen oder wurde schon gegessen. Ist halt doof, ne? Aber einer muss ja bei solchen Shows der Arsch sein, ne? Kennt man ja auch bei Filmen, ne? Irgendeiner muss sterben, ne? Allein schon für die Quote. Irgendeiner muss sterben. Ich bin's nie. Bei mir wäre nie viel dran. Weil Fett isst man halt nicht so gerne. Ne? Schmeckt nie, ist fettig. Schmeckt einfach nie. Wollt ihr nie, ne? Akzeptiert es einfach, dass ich nicht der Erste bin. Wie schon gesagt, ich habe so meine Survival-Taktik. Die habe ich leider noch nicht gesehen. Hätte ja sein können, dass Knossi die einsetzt, aber meine Taktik wäre halt einfach wirklich versuchen, Luft zu atmen. Ganz wichtig, Sauerstoffernährung, Lichternährung zu machen und in die Photosynthese zu gehen und eins mit der Natur zu werden. Und das würde ich dann 7 Tage durchmachen. Ich würde nebenbei noch ein bisschen weinen und erzählen, ja, was es doch für eine schwere Insel ist und ich will nach Hause. Ich will gerne fleischtäglich, ne? Sowas halt. Uiuiui, an der Spucke verschluckt. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Original an. Lasst Liebe da, lasst eure getragenen Unterhosen da, lasst Watchhand da. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.